Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Sternzeichen-Orakel für den März 2020. Ihr bedenkt bitte wieder, es ist ein allgemeines Orakel. Es kann nicht mit jedem in Resonanz gehen. Schaut euch aber gerne auch noch die Legungen für euren Aszendent und für euer Mondzeichen an. Ich wünsche euch viel Spaß und wundervolle Botschaften. Die Steinbock-Energie für den Monat März. Es geht um Zyklen, es geht um Dinge, die abgeschlossen werden, es geht um Dinge, die hier neu begonnen werden. Vielleicht hast du jetzt im März die Möglichkeit, mit einer gewissen Sache, mit einer gewissen Thematik abzuschließen, um weiter voranzukommen auf deinem Weg, ja, um hier weiterzumachen. Wir haben das Spiegeln, wir haben den Frühling, ja, ja, hier geht es um eine Art Erwachen, ja. Erst das Spiegeln, erst das Reflektieren, sich eine Sache angucken. Hier kann es sein, dass es sich um ein neues Thema handelt. Es kann aber auch sein, dass es hier eine alte Thematik ist, die nochmal angesehen werden möchte. Okay, das sind wieder so viele Karten. Wir haben die göttlich-weibliche Energie, wir haben die Zwillingsflamme, wir haben den freien Willen, wir haben die Balance und unterm Deck haben wir den karmischen Partner. Also hier könnte es sein, lieber Steinbock, dass du entweder mit einem karmischen Partner abschließen wirst, musst, sollst, darfst im Monat März, um hier auf deine Zwillingsflamme zugehen zu können. Es könnte auch sein, dass hier zwei neue Menschen liebestechnisch jetzt in dein Leben kommen. Oder nein, es muss jetzt nicht unbedingt liebestechnisch sein, aber die hier ein bisschen deine Welt auf den Kopf werfen, okay? Wo du hier ganz stark in die Selbstreflexion gehen musst, um zu wissen oder zu erkennen, wo du hin willst. Ja, es kann sein, dass dich hier das ziemlich aus dem Gleichgewicht bringt, ja? Weil wir haben hier einen karmischen Partner und karmische Partner. Vom Gefühl her oder in meinen Augen ist es immer so ein bisschen so, ja, der Troublemaker, okay, ja, der Karmic Partner, okay, der kommt jetzt und haut mir erstmal eine aufs Maul und dann muss ich gucken, dass ich hier wieder in die Stabilität komme und sehe, wie es weitergeht, ja, das ist immer so ein Ding und ja, vielleicht kennst du auch schon deine Zwillingsflamme oder deine andere Seelenverbindung hier, wo du einen gewissen Halt auch findest, ja, aber auf jeden Fall geht es darum, dass du hier konfrontiert wirst mit gewissen Dingen, seelenverbindungstechnisch, wo du hier auch vielleicht deine Balance auch wiederfinden musst, okay? Also erstmal dieses, man schubst dich aus allen Wolken, damit du dann wieder in deine Stabilität findest, ja, in deine Erdverbundenheit. Vielleicht gehst du ja auch ganz klar in eine Trennung in diesem Monat, ja, mit einer gewissen Thematik, mit einer Situation. Ja, und wenn du mal an dem Punkt bist, wo du nicht weiter weißt und wo du zweifelst an allem und jedem, dann denk bitte dran, die Magie, die du suchst, ist in dir drinnen, lass sie fließen, ja, also sperr dich nicht, egal was hier auf dich zukommt, sperr dich bitte nicht, bleib offen, sei bereit für die Informationen, für die Botschaften, die dich hier erreichen wollen und lass diese Energie fließen, weil wenn du hier mit so einem Troublemaker vielleicht in Verbindung kommst, um Gottes Willen, ihr Lieben, muss nicht sein, ja, kann sein. Das ist das Erste, was ich hier gesehen habe, als ich den Karmic Partner gelesen habe. Habe mir gleich gedacht, so, oh Gott, von dem her, sollte das wirklich in deinem Falle ein Troublemaker sein, lieber Steinbock,
dann bleib trotzdem bitte offen, bleib trotzdem offen in deiner Stabilität und guck dir das Ganze an, ja. Also hier kommt auf jeden Fall etwas zum Erblühen, ja. Wir haben hier in der Mitte haben wir den Frühling liegen, ja. Der Frühling steht fürs Erwachen, für das Erblühen. Vielleicht entdeckst du auch eine ganz, ganz andere Seite an dir. Wir haben hier die göttlich-weibliche Energie. Vielleicht blühst du hier auf in deiner göttlichen Weiblichkeit, okay? Und selbst wenn du mir jetzt als Mann zusiehst, ist es überhaupt kein Problem, weil auch deine weibliche Energie kann aufblühen vielleicht durch diese Verbindung zu diesen zwei Menschen. Also bitte spür dich da selber rein. Sind es zwei Personen in deinem Leben? Zwei Partner oder ein Partner und ein von der Arbeit jemand oder Freundeskreis oder Familie oder. Es gibt hier so viele Konstellationen. Es kann sich auch um eine Situation oder um eine Thematik handeln. Also bitte spürt euch da selber rein. Und lasst die Liebe wachsen. Auch wenn man hier eine gewisse Abneigung empfindet gegen gewisse Sachen, wo vielleicht dieser karmische Partner in einem antriggert, dann, wenn du möchtest, schick da trotzdem Liebe rein, damit dass die Schwere hier rausgeht. Allein schon deswegen, damit die Schwere rausgeht. Wir bekommen hier nochmal die Balance. Also es hat hier schon die Wichtigkeit, die Balance. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Ja, so, der Troublemaker eventuell. Okay, wir haben, boah, was ist denn das? Ihr lieben Steinböcke, wir haben zweimal die Balance und wir haben zweimal die Zwillingsseelen hier schon wieder. Eure Leidenschaft ist entflammt. Also, solltest du hier im März mit zwei Partnern zu kämpfen haben oder dich entscheiden müssen für einen von beiden, dann tust du mir echt leid. Das ist wirklich, das ist freaky, das ist echt freaky. Ich wünsche dir echt alles Gute und viel, viel Glück. Aber wir ziehen gleich noch eine Entscheidungskarte. Dann haben wir noch die Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Ja, vielen Dank auch. Ja, wer denn von beiden? Wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Oh Mann, das kann was werden. Wir gucken, was die Entscheidungskarten sagen. Oh, ihr Steinböcke, was ist bei euch los im Monat März? Das wird mega interessant. Haltet mich bitte auf dem Laufenden. Wir bekommen natürlich, ja, natürlich, ich weiß nicht, ist diese Situation so natürlich? Suche nach anderen Möglichkeiten. Das ist nicht der einzige Weg, den du gehen kannst. Sei offen für Neues und erweitere deinen Horizont ein wenig. Du findest sicher noch andere Alternativen. Ja, du findest noch andere Alternativen. Nun, wie es aussieht, hast du hier für den Moment genügend Alternativen? Deswegen, ja, such dir die beste Möglichkeit aus für dich. Was soll ich sagen? Sei offen für Neues, wie es hier schon steht. Gleichzeitig dann auch, schlaf lieber nochmal drüber, ja, überstürze nichts. Am nächsten Tag sieht alles schon ganz anders aus und die Entscheidung fällt dir mit etwas Distanz gleich viel leichter. Lieber Steinbock, läuft. Unter dem Deck haben wir die Zeit, wird es zeigen. Man will es nicht immer hören, aber in manchen Situationen hilft nur Geduld. Versuche doch beim Abwarten auch einen Tee zu trinken und ein bisschen zu entspannen. Du wirst schon sehen, die Dinge entwickeln sich ganz von selbst. Ja, mein lieber Steinbock, ich wünsche dir natürlich in deiner Entscheidungskraft ganz, ganz viel Glück. Wie gesagt, überstürze nichts. Du hast hier wirklich mehrere Möglichkeiten offen und guck, wo dein Herz dich hinführt. Alles Gute für dich.